jetzt in den Süden! Wir hatten jetzt letzte Nacht ein Erlebnis, das ein bisschen dazu geführt hat, dass wir unsere Pläne geändert haben. Und zwar... Immer noch ein Servicewagen. Ja. Juhu! Endlich geht's in den Süden! Den Süden, der Sonne hinterher. Nach mittlerweile 3 Monaten, die wir jetzt schon mit dem Van fertig sind, fahren wir heute tatsächlich und endlich und ohne Enddatum in den Süden. Was sagst du dazu? Das finde ich klasse. Also wir haben jetzt halt, ja, 3 sehr schöne Monate Vanlife in Deutschland verbracht, aber es reicht einfach. Es reicht mit dem Hin und Her und es reicht vor allem mit diesem Wetter und es reicht mit ohne mehr. Wir sind jetzt seit ungefähr 10 Minuten unterwegs, haben noch einen kleinen Stopp, weil wir noch was umtauschen müssen. Und dann sind wir aber wirklich komplett ohne Zwischenstopp unterwegs, haben kein festes Ziel mehr, wann wir wo sein müssen. Der Fabian hat eine Vorstellung davon, wie viel wir heute noch fahren und wo wir noch ankommen. Und ich bin sehr gespannt, wie sehr dieses Ziel der Realität entsprechen wird. Es ist 16:30 Uhr. Der Fabian will heute noch 6 Stunden fahren. Ich bin ja mal gespannt. Grenze Nummer 1 ist geschafft. Wenn es nach Fabian läuft, passieren wir heute noch eine zweite Grenze. You're safe. Juhu. Wir sind in Italien! Wir haben es geschafft. Juhu! Wir stehen auf einem Stellplatz, der mega cool ist. Aber das sehen wir morgen erst so richtig. Also wir kennen ihn halt jetzt nur von Bildern. Wir sind jetzt im Dunkeln angekommen, um 11:20 ungefähr. Also ich bin sehr positiv überrascht von unserer Ankunft, weil ich habe irgendwie gedacht, dass wir viel, viel später ankommen. Aber es hat ja alles voll gut geklappt, war überhaupt kein Verkehr. Mm-mm. Und der Fabian ist gefahren wie ein Profi. Durchgeballert. Ja, genau. Und jetzt sind wir müde, aber glücklich und lassen das mal so reinsinken, dass das jetzt heute unser erster richtiger Langzeit-Van-Live-Tag ist. Und dann schauen wir mal, was hier der Stellplatz und die nächsten Tage so für uns in petto haben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf. Und jetzt? Hoffentlich Pizza. Hoffentlich Pizza. Ja, gute Nacht. Und jetzt wird geschlafen. Ich wollte das Ganze ein bisschen eleganter machen. Ich wollte das so machen. Gute Nacht. Aber deine Variante ist natürlich auch cool. Ist da Zimt drin? Der Zimt ist leider leer. Das beschreibt, glaube ich, unseren ersten Vanlife-Tag ganz gut. Den Start zumindest. Der war überschaubar. Ich war irgendwie ultra gestresst, weil wir keine Zahnpasta
dabei haben. Und wir haben ganz spezielle gute Zahnpasta ohne Dreck als Inhaltsstoffe. Und wir dachten, wir haben noch 3 Tuben dabei, aber wir haben keine mehr. Und das hat heute für sehr viel Stress gesorgt. Warum auch immer. Ja, ich war auch so ein bisschen zu Grund gereizt, weil ich so spät aufgestanden bin. Und ich habe irgendwie mittlerweile eine sehr, sehr coole Morgenroutine. Und die habe ich heute nicht gemacht. Und dann kam das mit dieser Zahnpasta und irgendwie hat es mich ultra gestresst. Total dumm, aber es ist halt so. Wir lassen uns trotzdem den Start in das Vanlife nicht vermiesen. Mhm. Und solche Dinge könnten genauso gut auch zu Hause passieren. Hier hat man sie halt ein bisschen komprimierter auf kleinem Raum. Aber wir werden trotzdem eine ganz tolle Zeit hier haben. Und lassen uns das nicht von so einer kleinen Einstiegshürde vermiesen. Und in diesem Sinne genießen wir jetzt unser Frühstück. Nur einige Minuten später. Ich glaube, ich leide am Boris Becker-Syndrom, zumindest für den Moment. Jetzt sind wir da an unserem Stellplatz, sind endlich im Süden in Italien und jetzt haben wir irgendwie den ersten Tag, das, wo wir fast ein halbes Jahrzehnt drauf hingearbeitet haben, gefühlt und geträumt haben. Und ich bin irgendwie nur lätschig, unglücklich und überhaupt nicht zufrieden. Und finde ich schon irgendwie ein bisschen krass und ich weiß auch, auf was es so zurückzuführen ist. Ich habe halt einfach diesen Weg dahin jetzt nicht so genossen, wie ich es hätte können. Ich bin halt so getrieben gewesen von endlich ankommen und endlich hier sein. Und wenn wir dann in Italien sind, dann richtig geil, wenn man dann im Süden ist. Und habe mich halt dann nur so hingehetzt. Und jetzt sind wir da und weiß ich nicht, ist ein bisschen ausbaufähig gerade noch. Und mir kommen dann da schon so Gedanken. Und das ist wieder so weg von, so in der Zukunft, aber nicht im Jetzt. Unser guter Freund, der Niklas, wird ja auch mit uns reisen. Und ich denke mir dann schon, ja, mit Community wäre es bestimmt viel cooler. Aber das ist ja wieder so, ja, okay, du hast jetzt was. Das ist super geil. Viele Leute hätten es gern. Und du meinst dann wieder, ja, wenn was anderes dazukommt, dann ist es erst geil. Davor ist es nicht cool. Ja. Die Herausforderung gerade. Auf Zahnpasta-Mission haben wir diesen Platz also schnell verlassen und sind dann in Bibione gelandet. So, jetzt sind wir mittlerweile in Bibione. Mir geht es schon wesentlich besser. Ich habe mir relativ unbewusst zur Aufgabe gemacht, es heute ein bisschen so intuitiv fließen zu lassen. Und ich sag's euch, das Meer ist so heilsam, das hat so gut getan. Dann habe ich eine richtig schöne Atemübung gemacht, bin dabei eingeschlafen, war so schön. Und dann hat meine Mama angerufen, das hat mich aufgeweckt und dann habe ich mit ihr ein bisschen gequatscht. Und das war auch schön. Und jetzt gehe ich gerade zu so einem Outdoor-Gym, unweit von unserem Stellplatz. Wird mir gut tun. Also ihr merkt, ich bin wieder am Start. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, aktiv zu sein und wirklich die Dinge zu tun, die einem gut machen. Und diese Prokrastination, die ist halt einfach toxisch. Man muss halt einfach die Energie rauslassen. Jetzt ist hier schon das Outdoor-Gym. Also ich glaube, auf einen Bodybuilding-Wettkampf kann man sich jetzt hier nicht vorbereiten, aber das ist ja auch gar nicht mein Ziel. Aber so ein bisschen auspowern geht wahrscheinlich auf jeden Fall fit. Nachdem Fabian sich also wieder ausgepowert und Energie getankt hat, haben wir den restlichen Abend schön am Strand ausklingen lassen. Auch wenn das Wetter nicht perfekt war, hat es uns richtig glücklich gemacht, unsere Füße in den Sand zu stecken und das Meeresrauschen zu genießen.
Dein Handtuch hängt im Wasser. Echt? Ja. Jetzt geh halt weiter vor, du Dödel. Ein neuer Tag, eine neue Autofahrt. Wir hatten eigentlich geplant, noch ungefähr eine Woche länger in Italien bzw. auch Slowenien zu bleiben. Wir hatten jetzt letzte Nacht ein Erlebnis, das ein bisschen dazu geführt hat, dass wir unsere Pläne geändert haben. Und zwar hatten wir eigentlich einen sehr coolen Stellplatz ausgesucht. Leider fanden einige Jugendliche diesen Stellplatz auch sehr cool und haben ihn als Ort ihrer nächtlichen Party auserkoren und extrem laute Musik gemacht. Deswegen sind wir heute Nacht nochmal umgezogen, ein bisschen übermüdet und waren dann heute auf der Suche, wo wir uns denn cool hinstellen können. Und sind weder so jetzt in Italien Richtung Slowenien noch in Slowenien so wirklich fündig geworden und haben uns deshalb jetzt relativ spontan entschlossen, nach Kroatien zu fahren. Sind in knapp 2 Stunden dort und hoffen dort natürlich auf bessere Stellplatzverhältnisse für uns. Und auch, dass jetzt dieser doch etwas holprige Start in unser Vanlife noch einen richtig coolen Abschluss findet. Jetzt sind wir in Slowenien, das ging aber schnell. Ja. Hallo Kroatien! Die Anfahrt zu unserem nächsten Stellplatz auf der Insel Kirk war relativ holprig, aber Fabian hat sie mal wieder richtig gut gemeistert. Wir haben unseren Stellplatz jetzt eingenommen und das ist sehr schön. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen bergabwärts zum Strand. Ich ahne Gutes. Ja, wir brauchen jetzt eine Runde mehr nach den ganzen Strapazen. Auf und Abs. Strapazen. Und wir haben schon sehr nette Holländer kennengelernt. Die stehen hier, also der Van steht hier. Die Holländer stehen nicht hier, die sind unten am Wasser. Die sehen wir bestimmt gleich da nochmal. Wo wir hier an diesem wunderschönen Strand angekommen sind, könnte man, glaube ich, sagen, Ende gut, alles gut, oder? Ja. Also natürlich ist jetzt nicht jedes Problem auf magische Weise behoben, weil wir einmal im Meer waren. Und wir Schade. Waren ja vorher auch schon im Meer. Aber trotzdem hat uns irgendwie das Ankommen hier so ein bisschen entschädigt für die Strapazen, die wir jetzt die letzten Tage hatten. Mhm. Und ich glaube, wir hatten auch das wichtige Learning, dass wir erstmal ankommen dürfen in diesem Vanlife, obwohl wir jetzt schon eine Zeit lang unterwegs waren, und aber halt nur in Deutschland. Und das ist halt einfach was anderes, als wenn man ja wirklich so alles hinter sich lässt und keinen konkreten Plan mehr hat, kein konkretes Ziel mehr hat. Und da darf man sich erstmal dran gewöhnen. Und diese Einstellungsphase oder diese Eingewöhnungsphase, die dürfen wir uns einfach geben. Ja, definitiv. Step by step. Genau. Und so freuen wir uns jetzt ein bisschen zu erkunden, was Kroatien so für uns parat hält. Ob es überhaupt noch viel mehr parat hält als diesen Ort. Und wie es für uns auf dieser Reise weitergeht. Falls ihr noch nicht so lange dabei seid, könnt ihr hier oben das Video von unserer Deutschlandtour nachschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace.